Der Da Vinci ist ein, ich würde mal sagen, das Highlight der Laparoskopie, also der Knopflochchirurgie, wie wir sie nennen, dass man quasi in Perfektion mit kleinen Schnitten in den Bauchraum schauen kann. Und das wird computerassistiert, wird uns da geholfen, dass quasi die Auflösung des Bildes, die Helligkeit noch besser ausgeleuchtet wird als jetzt zum Beispiel in der Knopflochchirurgie. Mit den kleinen Schnitten kann man arbeiten und man kann quasi die Feinauflösung so justieren, dass man die kleinsten Details gestochen scharf sieht in 3D. Und man hat eine viel größere Beweglichkeit der Hände durch die Assistenz des Da Vincis, sodass wir quasi noch besser Organe darstellen können, freilegen können und auch im tiefsten Bauchraum und in den engsten Höhlen noch gute Sicht haben, weil es gut ausgeleuchtet ist und sie die Kamera so einstellen können, dass sie teilweise Sachen auch sehen, wo sie sonst sich als Mensch auf den Kopf stellen müssten, um dahin zu gucken. Dann können sie einfach die Kamera so drehen, dass es für sie gestochen scharf und dann halt auch sichtbar ist. Das ist ja nur eine Unterstützung unserer Tätigkeit, also keine künstliche Intelligenz, die hier alleine operiert, wie man es ja jetzt öfters mal liest, dass künstliche Intelligenz uns ersetzt. Das ist quasi nur eine Verlängerung meines Arms. Also der Computer kann nicht denken, der kann nichts machen, was ich nicht vorgebe. Wenn ich mich nicht bewege, bewegt sich der Computer auch nicht, weil der kann nicht operieren. Nur der Operateur kann operieren und der Computer, also der Da Vinci hilft ihm quasi bei der Ausführung seiner Tätigkeit. Also prinzipiell kann man ihn für ganz viele Operationen einsetzen. Der besondere Mehrwert wird sich natürlich oder ist, stellt sich dann heraus, je enger und je komplexer und je schwieriger es wird. Also überall dort, wo ich eine noch bessere Detailliertheit der Präparation brauche, überall dort, wo ich ihn mich in einem engen Raum bewegen muss, dort wird er seine Stärken maximal ausspielen können. Weil er dort weit überlegen ist gegenüber dem, was wir bis jetzt machen. Er präzisiert sie, er führt sie weiter auf dem Weg, den wir schon erlebt haben, von dem offenen Operieren mit den großen Schnitten über die Laparoskopie, was wir da, den Wandel, den wir gekannt haben, das führt er letztendlich konsequent fort. Die Art der Operation, das Prinzip der Operation ändert sich wenig. Es wird sich vielleicht in der Zukunft etwas ändern, aber prinzipiell bleiben die Operationen von den Grundsätzlichkeiten her die gleichen. Sie werden halt besser damit ausgeführt.